Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal meine Favoriten zeigen. Ich schaue diese Videos nämlich selbst sehr gerne und inspiriert hat mich dazu die liebe Anna von Nordbewusst, also vom Kanal Nordbewusst, schaut da auch gern vorbei. Und deshalb dachte ich mir, ich mache mal wieder selbst eins. Das letzte ist schon ewig her, glaube ich. Und ich unterteile das in die Kategorien Fashion, Beauty, Essen, Technik und was gibt es noch? Gesehen, gelesen, gehört und Baby. Ich glaube, das waren die Kategorien und so Allfälliges. Ich beginne gleich mal mit der Kategorie Essen. Da gibt es zwei Dinge. Einmal einen Tee. Wer meine Videos schaut, der weiß, dass ich zurzeit mit diesem Ingwer-Orangentee sehr obsessed bin. Der ist von Yogi-Tee und es ist Ingwer-Orange mit Vanille. Und der ist sehr, sehr lecker. Also ich mag den sehr gern. Ich habe den unabsichtlich gekauft. Eigentlich wollte ich Ingwer-Zitrone und dann wurde es aber Ingwer-Orange. Und als nächstes dieses Haselnussmus. Das ist jetzt von Rapunzel, aber generell Haselnussmus finde ich sehr, sehr gut und finde ich auch besser als Mandelmus, ehrlich gesagt. Und es ist günstiger. Keine Ahnung, wie die Nährwerte sind, ob das besser oder schlechter ist als Mandelmus. Aber das finde ich sehr lecker. Es erinnert eben so leicht an Nutella, weil da auch Haselnuss drin ist und ich mag es sehr, sehr gern. Weiter geht's mit der Kategorie Fashion. Da habe ich zuerst mal was ganz, ganz Banales, nämlich Socken. Socken in allen möglichen eher neutralen Farben. Zum Beispiel eben so Stricksocken, aber auch so glatte mit solchen kleinen Rüschen obendrauf. Und ich mag die sehr gern, wenn sie so aus Stiefeln und so rausschauen, also aus so Chelsea Boots. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie ein paar neue Socken gekauft in so neutraleren Beige, Schwarz, Grau, Weißtönen. Und ich mag das sehr gern. Auch vor allem so Stricksocken, das sieht immer so super gemütlich aus. Und peppen finde ich auch ein Outfit auf. Peppen ein Outfit auf. Wer sagt aufpeppen? Sag ich das anscheinend. Dasselbe gilt für Tops in neutralen Farben, gleich wie dieses braune hier. Ich mag das einfach so gern. Also ich brauche echt, ich habe sonst immer eher so Special-Kleidungsstücke gekauft, aber irgendwie finde ich, dass gute Tops oder gute Basics viel mehr wert sind als irgendein besonderes Kleidungsstück, weil man die viel öfter anzieht. Das gleiche gilt für neutralfärbige so Longsleeves oder Vollkragenpullis oder was auch immer und T-Shirts natürlich auch. Und das in neutralen Farben, braun, beige, weiß, schwarz, liebe ich. Was ich auch sehr geliebt habe in letzter Zeit, sind so Haar-Accessoires, wie zum Beispiel diese ganz großen Haarspangen. Die habe ich in mehreren Farben und die sind so praktisch, vor allem auch fürs Büro. Also ich nehme da immer eine mit fürs Büro oder habe auch immer eine in meiner Tasche dabei. Und dann zwirbel ich einfach meine Haare so hoch und gebe die Spange rauf. Erstens sieht es ganz schön aus, also mir gefällt auch dieser Look sehr gut. Dann werden im Vergleich zu normalen Haargummis, werden die Haare auch nicht so geknickt, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil wenn ich sonst ein Haargummi drin habe, dann habe ich immer diesen Knick in den Haaren. Und das nächste sind Haarreifen. Ich hatte jetzt ewig, ewig lange keine Haarreifen und habe mir jetzt aber ein paar verschiedene gekauft. Und auch das finde ich, wenn man das reingibt in die Haare, erstens sind die Haare aus dem Gesicht raus. Man hat quasi gleich eine Frisur, aber es ist super easy. Man muss nichts irgendwie machen, nichts stylen und fertig. Und sieht doch cool aus, oder? Und das letzte Ding in der Kategorie Fashion sind diese Schuhe. Auch die habe ich euch schon mal gezeigt und die gehören eigentlich dringend geputzt. Also die sehen schon aus wie Sau. Aber ich liebe die. Das sind Barfußschuhe. Die sind von der Marke Groundies. Aber prinzipiell schöne Barfußschuhe liebe ich. Und die sind so gemütlich. Ich trage die wirklich ständig und zu allem. Also auch zu Kleidern und Röcken und was weiß ich. Weil, ja, ich finde, die passen einfach und sie sehen nicht aus wie diese klassischen Barfußschuhe. Also wenn die mal kaputt sein sollten, werde ich mir bestimmt nochmal Barfußschuhe holen. Egal jetzt welche Marke oder welches Design, aber bestimmt wieder Barfußschuhe, weil sie einfach so bequem sind und dann geht man mit denen spazieren und sie sehen trotzdem gut aus und ich liebe es. So Leute, ich muss jetzt im Nachhinein noch was aufnehmen. Eigentlich war ich schon fertig mit dem Video und habe jetzt aber
nach dem Video noch was bekommen, was ich unbedingt in die Favoriten mit reinnehmen möchte. Denn dieses Video wird unterstützt von Motel Amio. Ihr kennt das vielleicht. Die stellen ganz viel wunderschönes Geschirr her. Es ist alles handgemacht unter fairen Bedingungen und ihr habt das bestimmt schon öfter bei mir gesehen. Also ich habe ganz viel Geschirr von Motel Amio. Ich bin nämlich eine der Auserwählten, die einen Adventskalender von Motel Amio bekommen hat. Und es gibt zwei verschiedene, einen Classy und einen Premium. Und es ist jeweils für zwei Personen, also Geschirr für zwei Personen. Einmal der Classy ist ein etwas kleinerer und der Premium ist ein etwas größerer. Ich habe den Classy-Kalender und der Inhalt davon kostet statt 310 Euro 199 Euro. Also man spart sich über 110 Euro plus noch 5% Rabatt mit meinem Rabattcode COSYLAURA. Es ist alles in der Infobox verlinkt. Ihr könnt auch über den Link reingehen. Und ich hätte gesagt, wir machen da mal was auf. Ihr könnt online auch nachsehen, was im jeweiligen Kalender drin ist. Oh, wow, die haben wir in groß. Das ist ja cool. Ich mache jetzt auch einfach mal die Nummer 1 auf. Wow, ich wusste gar nicht, dass die noch in klein geht. Schaut mal, das ist die kleine und ich habe die große. Also es ist wirklich Sinnvolles drin und nicht irgendein Blödsinn. Wie gesagt, ist alles in der Infobox verlinkt und mit dem Code COSYLAURA bekommt ihr 5% on top, aber nicht nur auf den Adventskalender, sondern auf eure gesamte Bestellung. Die nächste Kategorie ist Beauty. Ich habe hier mein kleines Körbchen mit nur ein paar Dingen, also es ist nicht viel bei Beauty, aber doch ein paar Sachen. Und zwar einmal dieser Name, es ist furchtbar. Schrundensalbe. Es hört sich einfach so unattraktiv an. Aber ich muss die echt empfehlen. Ich habe die, glaube ich, mal gekauft, eigentlich für meine Beine zum Eincremen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die eben gut so gegen rote Punkte auf den Beinen und so helfen soll, weil die so einen hohen Urea-Anteil hat. Aber ich verwende die jetzt für meine Füße, weil seit der Schwangerschaft habe ich einfach rissige Fersen und Hornhaut und keine Ahnung was, richtig nervig einfach, aber das ist normal, durch das zusätzliche Gewicht passiert das einfach. Und dann habe ich einfach mal probiert, diese Creme zu verwenden und das ist wirklich was, was hilft. Also die Fersen und auch die Zehen, also die großen Zehen, die sind ja auch meistens sehr beansprucht, die werden super weich. Und ich trage die immer am Abend auf und ziehe dann aber Socken drüber, weil ohne Socken würde der ganze Boden schmierig werden. Also das braucht sehr lang zum Einziehen. Und dann gehe ich schlafen. Und dadurch, die Hornhaut geht nicht weg, aber es entstehen keine Risse. Und das ist sehr, sehr wertvoll, denn das tut sehr... Die ist von DM übrigens, also von Balea, von der Eigenmarke. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, was eure Favoriten in den einzelnen Kategorien sind. Das würde mich sehr interessieren und ich finde, da wird man immer sehr inspiriert dadurch. Das nächste ist auch eine Creme, aber fürs Gesicht, nämlich die All-in-One Barrier Cream von No Cosmetics. No Cosmetics ist sowieso eine Marke, die ich abgöttisch liebe und die nicht umsonst gehypt wird, denn da sind keine Parfums, also keine Duftstoffe oder was auch immer drin und ich hasse nichts mehr als Cremes, in denen Duftstoffe drin sind und die funktioniert einfach so gut für mich, also ich verwende sie nicht tagsüber, das mag ich nämlich nicht, also ich tagsüber verwende ich gar keine Creme, sondern ich trage sie nur abends auf mit irgendeinem Serum drin, also ich habe verschiedene Serien, die ich verwende und ja, das mag ich und die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und das nächste ist meine Haare. Habt ihr gesehen, wie lang die sind? Und sie sind zwar nicht so dick im Moment, weil unser Kind gern an meinen Haaren so herumspielt und dadurch zwangsläufig auch ein paar mit rausgerissen werden. Aber damit meine Haare gut gepflegt sind, verwende ich diese Spülung. Die verwende ich jetzt schon recht lange und ich muss sagen, das ist für mich die beste Spülung, die es gibt. Die verwende ich immer, wenn ich meine Haare wasche und ich habe dazu auch noch eine Maske. Die verwende ich einmal in der Woche ungefähr und das Haarshampoo habe ich auch davon. Aber die Spülung ist wirklich das Beste von den drei Produkten, finde ich. Was ich auch noch sagen wollte, bitte kauft nicht irgendwelche Dinge, die ihr nicht braucht. Ich will euch hier nur Dinge zeigen, die mir persönlich gefallen und helfen und was auch immer. Und wenn ihr es nicht braucht, dann bitte kauft nichts. Also kauft nichts, was ihr nicht braucht. Kauft nur Dinge, die ihr wirklich benötigt. Hallo? Ist Baby auch da? Ich filme gerade.
das nicht lieb. Danke. Du gehst ja zu meinen Favoriten. So, wo war ich? Weiter geht's mit Babyzeug. Ich weiß, das interessiert wahrscheinlich nicht alle von euch, aber ihr könnt diesen Teil gern skippen. Also ich habe unten Zeitstempel markiert, wo ihr dann dieses Kapitel gern skippen könnt. Aber das erste Ding, was mein größter Favorit des Jahres wahrscheinlich ist vom Babyzeug, ist diese Flasche. Wir sind ja angewiesen auf Fläschchen, weil ich nicht stillen kann oder nicht voll stillen konnte. Und unser Kind, es ist kein Baby mehr, es ist schon über ein Jahr, braucht immer noch eine Flasche, nachts. Das ist auch ganz normal so, also viele Kinder brauchen auch in dem Alter noch Milch. Aber wisst ihr, wie nervig das ist, wenn man nachts ständig 3-4 Mal aufstehen muss, um ein Fläschchen zuzubereiten? Das ist sehr nervig und das bringt einen so richtig aus dem Schlaf raus. Und ja, dann habe ich nach einer sehr, sehr harten Nacht mal gegoogelt und recherchiert, was es dann denn da so gibt. Und es gibt Fläschchen, die sauteuer sind, wo eins 100 Euro kostet mit Fläschchenwärmer und bla. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein, es muss irgendwas anderes geben. Und dann bin ich auf die gestoßen. Die heißen Pop-Yum und die gibt es aber nicht bei uns zu kaufen. Ich habe es über Amazon bestellt, allerdings über Amazon UK. Das funktioniert, keine Ahnung warum. Und man kann das nach Österreich oder Deutschland oder wo auch immer hin bestellen, zahlt dann aber sehr viel Versand. Aber das war es mir wert und ich würde es immer wieder kaufen. Also ich schreibe euch die Links übrigens alle in die Infobox, also den Amazon-Links, Link auch von UK. Das System ist so, da unten kommt Wasser rein. Das ist natürlich kalt, das ist so. Man kann das natürlich in ein Fläschchen wärmer stellen, aber unser Kind ist auch voll fein mit kalter Milch und es ist auch schon alt genug. In diesen oberen Teil kann man das Pulver reingeben, das Milchpulver, dann kommt dieser Deckel da rein. Ist das geschlossen, da fällt nichts raus. Und dann schraubt man das zusammen und wenn man dann eben die Milch zubereiten möchte, dann drückt man diese zwei Knöpfe, schüttelt das ein paar Mal und dann ist die Milch fertig. Und niemand muss aufstehen und unser Kind muss nicht lange weinen und es hat nur Vorteile. Also ich liebe das. Große, große, große Empfehlung. Next one. Ha, ja. Das. Wir benutzen das. Das. Das ist Windelvlies. Wir benutzen Stoffwindeln seit, ich glaube, dem dritten Monat oder so. Wir haben eine Überwindel mit einer Einlage und da legen wir ein Windelvlies drauf, weil dann das große Geschäft, da wird dann einfach dieses Vlies genommen und das kann man dann wegwerfen. Wenn aber nur reingepinkelt wird, dann kann man dieses Windelvlies waschen. Es gibt bestimmt noch ganz viele weitere Windelvliese, die waschbar sind, aber dieses funktioniert richtig gut, finde ich. Das ist von Popolini. Da gibt es auch in Graz ein Geschäft, kann man aber auch online bestellen, soweit ich gesehen habe. Ich mache das mal auf. Das ist das Windelvlies und so sieht das aus. Und das kommt dann eben in die Windel rein. Also ich falte es meistens so, also diese Kante bleibt meistens eingefaltet. Und so lege ich es in die Windel rein. Und dann, wenn dann nur gepinkelt wird, kann man das eben einige Male in der Waschmaschine mitwaschen. Irgendwann zerfällt es eh in seine Einzelteile, aber ich finde das einfach so genial, weil man dann viel, viel weniger Vlies braucht und das nicht ständig wegwerfen muss. Also das ist eine ganz große Empfehlung auch. Ach, ein Ding haben wir noch für Baby und Kind, nämlich dieses coole Büchlein, das heißt Kuck, Kuck, kleiner Hund. Die gibt es aber in unterschiedlichen Varianten und die haben das, diese Stoffklappen, also das ist Filz und dann macht man die auf und dann ist dahinter irgendein Tier versteckt und ganz am Ende ist ein Spiegel, da steht dann Kuck, Kuck und wo bist du und da ist man dann selbst drin. Und das mag unser Kind sehr gern und das steht aber stellvertretend für alle Bücher, wo man so Klappen aufmachen kann. Also das ist zurzeit sehr beliebt, aber prinzipiell Bücher werden sowieso sehr geliebt hier. Und das hat auch so eine Lasche dran, dass man das zum Beispiel am Kinderwagen festmachen kann. Ich mache mal weiter mit Technik, da habe ich nur ein Ding, nämlich diese Festplatte. Ich glaube, die habe ich euch noch nie gezeigt und ich liebe sie aber. Das ist die SanDisk SSD, Extreme Portable SSD Festplatte. Davon habe ich mittlerweile zwei Stück, also die ist super dünn und ich glaube auch stoßfest und wasserfest und was weiß ich oder wasserresistent. Und das Coole ist, dass die
kein, wie nennt man denn das, Laufwerk drin hat. Also die hat keine Elektronik so in dem Sinn drin, die arbeitet, wie man das sonst von Festplatten kennt. Also die macht keine Geräusche, sondern die steckt man an. Die ist wie eine SSD-Karte, also wie eine Speicherkarte, nur in ganz, ganz groß. Und ich mache alles von der aus, schon seit Jahren. Ich arbeite, ich schneide meine Videos auf dieser Platte quasi. Also mein Speicher ist auf dieser Platte und ich habe zwei davon und ich liebe sie. Ich kann die so, so sehr empfehlen. Die ist, hält so viel aus. Ich liebe sie. Also falls ihr euch überlegt, einen Speicher, eine Festplatte, eine externe Festplatte zu kaufen, kauft die. Ich mache jetzt mal weiter mit Büchern und Hörbüchern. Ich lese gerade, also ich kann euch noch kein endgültiges Resümee geben, aber ich glaube, es wird genauso ausfallen, wie ich es mir jetzt denke. Nämlich Die geheime Geschichte von Donna Tartt ist ein sehr bekanntes Buch, sehr beliebt und ich liebe es jetzt für die langsam dunkle Jahreszeit. Für den Herbst, Winter ist das das perfekte Buch, finde ich, weil es die geheime Geschichte eben ist. Es geht um einen Mord. 5 College-Studenten begehen einen Mord. Ihre Tat bleibt unentdeckt, doch das wahre Grauen steht erst bevor. Und das ist jetzt nicht so richtig, also bisher nicht, ich habe jetzt ein Drittel gelesen, nicht so richtig Mord- und Totschlagmäßig und voll der Krimi oder so, sondern es ist trotzdem ein Roman und ich mag das sehr gerne. Also die, ich weiß nicht, das ist, sie beschreibt die Charaktere immer so gut, das ist, man muss vielleicht am Anfang mal reinfinden. Also am Anfang hat sie mir doch zu viel beschrieben, aber mittlerweile bin ich schon reingekommen in den Stil und mag es sehr gerne. Und ja, also richtig coole Geschichte. Anfangs habe ich mir auch die Charaktere mitgeschrieben, weil irgendwie bin ich da nicht immer so gut drin, dass ich mir die merke. Also hier ist mein Schummelzettel drin und da stehen die ganzen Charaktere drauf. Und das kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr noch auf der Suche nach einem herbstlichen Buch seid. Und noch ein Buch, aber ein Kochbuch, ist dieses hier, nämlich Brei frei für Babys. Zählt auch irgendwie noch zur Kategorie Babys, aber ist auch für Kinder sehr gut geeignet. Also für Kleinkinder, finde ich. Oder für generell für Kinder. Generell für Rezepte ohne Zucker und mit wenig Salz und recht gesunde Rezepte. Ich habe das für den Beikoststart gekauft, was nicht zu empfehlen ist. Also am Anfang war ich sehr enttäuscht von diesem Buch und dachte mir, nein, das ist kompletter Müll, weil da natürlich nicht für ganz, ganz kleine Babys Rezepte drin sind, sondern sie müssen schon ein bisschen geübt haben, damit sie diese Rezepte essen können. Das ist meine Meinung zumindest. Seit unser Kind, ich glaube, so 8 Monate ist, habe ich da echt schon viele Rezepte rausgemacht. Und da gibt es so gute Sachen. Diese Apfelwölkchen zum Beispiel, die habe ich euch schon oft empfohlen. Die sind so gut. Die Bananenmuffins, die habe ich auch schon sehr oft gemacht. Das ist alles ohne Zucker. Das ist eine One-Pot-Pasta mit Lachs und die habe ich gemacht und auch ohne Salz und die haben Christian und ich gegessen und haben sie verschlungen, weil es so gut war. Also dieses Buch kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr so ein bisschen Inspiration für Kinder- oder Babyrezepte braucht. Ein Buch höre ich gerade noch, nämlich von Coco Mellors. Blue Sisters ist ja sehr bekannt jetzt auch, dieses Buch, und ich bin schon bei Kapitel 147 von 270, also schon mehr als die Hälfte durch. Ja, ziemlich die Hälfte. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Also es geht um 4 Schwestern und eine ist aber gestorben an Endometriose. Und da erzählt immer eine andere Schwester aus ihrer Perspektive. Und es geht eben rund auch um diesen Tod dieser einen Schwester, die vor einem Jahr gestorben ist. Und jetzt soll die Wohnung von ihr verkauft werden. Und ja, deswegen treffen sich die Schwestern dann alle wieder und ist eine sehr, sehr schöne Schwesterngeschichte bis jetzt. Kann ich euch empfehlen. Ich höre es auf Spotify. Und ich möchte noch einen Tipp mit euch teilen, nämlich Hörbücher bei Spotify zu hören war immer sehr schwer für mich, weil man nicht wusste, bei welchem Kapitel man stehen geblieben ist. Und jetzt habe ich aber den Trick rausgefunden. Ich habe ihn euch, glaube ich, schon mal gezeigt, aber ich zeige ihn euch nochmal, dass man auf seinem Profilbild klickt man rauf und dann kommt dieser Button mit Hörverlauf. Und dann klickt ihr auf den Hörverlauf und dann seht ihr, was ihr zuletzt gehört habt. Und dann könnt ihr da weiterhören. Ganz einfach. Dann möchte ich euch noch, passend auch zu Büchern, 2 YouTube- bzw. auch Instagram-Kanäle oder TikTok empfehlen. Nämlich von BookTuberinnen Book 2. Ich kann nicht reden. Nämlich von 2 Booktuberinnen. Einmal Julia Kaya oder Julia Kaya. Die hat auch
teilweise so ein bisschen Romance-Bücher, das ist nicht so meins, aber auch ganz viele andere Bücher, die sie sehr gern mag. Und auch schon ein bisschen, sie ist, glaube ich, schon ein bisschen feministisch angehaucht, weshalb sie auch nicht so alle Romance-Bücher feiert. Ich verstehe diesen Romance-Bücher-Hype, also ich verstehe ihn, aber ich bin gar nicht so in diesem Romance Game drin. Und dann noch Eva Eliza, die mag ich sehr gern. Die hat sowohl YouTube als auch TikTok als auch Instagram und macht überall Buchcontent. Also schaut bei ihr sehr gern vorbei. Da bin ich auch unter anderem auf das Buch von Donna Tartt gestoßen. Die liest sowieso sehr, sehr gern so Klassiker auch, aber auch moderne Bücher. Der Geschmack von ihr ist ziemlich deckungsgleich mit dem von Joanna June. Also wenn ihr sie gern mögt, dann mögt ihr wahrscheinlich auch Eva Eliza. Dann möchte ich noch so random Dinge mit euch teilen, die ich sehr mochte in diesem oder in den letzten Monaten. Nämlich einmal den Reparaturbonus, Dinge reparieren lassen. Also in Österreich gibt es den sogenannten Reparaturbonus. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber ich schätze ja, zumindest sowas Ähnliches. Wenn man Dinge reparieren lässt in Österreich, also Elektronik oder auch Fahrräder, dann bekommt man einen Reparaturbonus. Das sind maximal, glaube ich, 220 Euro. Und ansonsten, wenn es diese Grenze nicht überschreitet, ist es die Hälfte des Preises für die Reparatur. Und das ist so viel, das lohnt sich so. Ich habe jetzt schon das zweite Ding zur Reparatur gebracht und es zahlt sich einfach richtig aus. Bei meinem MacBook habe ich den Akku tauschen lassen und habe somit nur 110 Euro bezahlt und ein neuer Akku kostet aber schon 80 Euro. Und dann noch das Kit dazu, was man braucht, damit man das einbauen kann und so. Also kommt man schon selbst auf über 100 Euro ganz bestimmt. Und man muss das aber dann selbst einbauen und das traue ich mir bei diesem Laptop einfach nicht zu. Und so habe ich es einfach reparieren lassen. Finde ich so eine coole Sache und werde ich jetzt bestimmt öfter machen, denn bevor diesem Reparaturbonus habe ich einfach gar nicht so richtig dran gedacht, dass ich was reparieren lasse, weil es sich halt auch meistens nicht lohnt, leider. Meistens lohnt es sich dann echt mehr, was Neues zu kaufen, als es reparieren zu lassen, aber erstens mit dem Gedanken natürlich an die Nachhaltigkeit und mit dem Gedanken daran, dass man sich Geld spart und dass die Dinge dann viel langlebiger sind, ist das schon sehr, sehr lohnenswert. Dann das nächste ist Kamerashops. Ich war das erste Mal so richtig in einem professionellen Kamerashop, wo man Kameras kaufen kann und Objektive und was auch immer. Und irgendwie habe ich nie so den Sinn dahinter gesehen, dass ich mir da was kaufe, weil ich immer gedacht habe, dass es viel teurer auch ist, als wenn ich es online irgendwo bestelle. Aber das ist nicht der Fall, denn ein Objektiv, was ich mir angeschaut habe, hat dort genauso viel gekostet wie auf Amazon. Und die haben aber so eine gute Beratung. Jeder dieser Verkäufer und Verkäuferinnen hat sich richtig gut ausgekannt. Zieht das auch mal in Erwägung, falls ihr eine Kamera braucht oder ein Objektiv bei diesem speziellen Shop. Ich kann euch den auch verlinken. Da kann man auch Geräte ausleihen oder Objektive ausleihen. Und die haben auch einen Secondhand-Shop dabei. Also man kann dort auch Secondhand-Objektive und Kameras kaufen. Und ich war sehr begeistert davon. Ich habe noch einen Favorit, der eigentlich nur mich persönlich betrifft. Nämlich ist das eine Eigenschaft, die ich gelernt habe oder ja, weiß ich nicht, doch, die ich sicher gelernt habe. Unter anderem auch durch unser Baby, durch unser Kind, nämlich meine persönliche Leichtigkeit. Irgendwie mache ich mir sehr wenig Gedanken über was könnte sein, wenn. Zum Beispiel, weil ich auch meinen Job gekündigt habe oder beziehungsweise im bis März dann nur noch arbeite und dann komplett selbstständig sein werde. Und ich mag mir keine Gedanken, ob das funktionieren wird oder nicht, weil erstens glaube ich dran, dass es funktionieren wird und zweitens, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch irgendwo zu arbeiten beginnen. Also ich mache mir da nicht so viele Gedanken, was sein könnte, wenn. Und das nächste ist auch zum Beispiel, was unser Kind betrifft. Man macht sich immer so viele Gedanken, weil das Kind nicht durchschläft und nachts noch 100 Mal aufwacht und den ganzen Tag getragen werden will und bla. Aber wie schnell vergehen beispielsweise 5 Jahre? Vor 5 Jahren war Ende 2019 und das ist noch nicht so lang her. Und in 5 Jahren geht unser Kind fast schon dann in die Schule. Ich meine, die Zeit vergeht so schnell und das versuche ich mir dann auch immer in Erinnerung zu rufen, wenn es vielleicht mal gerade schwierig ist. Die Zeit vergeht so schnell und ich möchte das einfach genießen, so wie es ist. Und wen interessiert es dann rückblickend, ob dieses Kind
keine Ahnung, 3 Jahre lang nicht durchgeschlafen hat oder wie lang auch immer. Man macht sich da auch viel zu viel Druck, glaube ich, oder auch wenn man sich Gedanken darum macht, ob das Kind schon genug Beikost isst oder ob es schon gehen kann, ob es schon krabbelt, bla bla bla. Die meisten haben das alle noch irgendwann gelernt. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und mit gesundheitlichen Defiziten und so weiter, aber es wird sich alles regeln und es braucht meistens sogar noch nur wenige Monate Zeit und in wenigen Monaten ist schon wieder alles anders. Und ich glaube, da macht man sich einfach viel zu viele Gedanken und deswegen ist ein Favorit von mir mein persönliches Wurstigkeitsgefühl, wie man das so schön nennt. Also, dass ich das einfach alles nicht so ernst nehme. Man könnte es auch Blauigkeit nennen, aber wir sehen das hier positiv. Das war's jetzt auch mit dem Video. Falls ihr bis zum Schluss geschaut habt, dann hinterlasst sehr gern irgendein Herbst-Emoji, dieses Blätter-Emoji gerne. Lasst sehr gern einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!